Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und zwar zocken wir weiter Elden Ring. Mein Gott, was habe ich schon alles getan, geflucht, gemacht. Und ihr seht es den aktuellen Stand, das alles habe ich aufgedeckt, da überall war ich. Ich habe den Hauptboss hier, Godric. Dann habe ich hier den Hauptboss, Radahn. Dann habe ich schon den Hauptboss, diese Zauberin. Und ich habe... Hier, wie hieß er denn nochmal? Den habe ich auch getötet. Und Rani schickt uns jetzt mehr oder weniger oder treibt uns dazu, den Baum zu verbrennen. Und da mussten wir zu diesem Aufzug hier. Und ja, der große Aufzug von Rold, da bin ich jetzt gerade. Ich sehe gerade, dass hier das Mapstück ist. Gehe ich da erst noch hin oder fahre ich mit so einem Aufzug? Ja, wie ich es bis hierhin geschafft habe, keine Ahnung. Das ist mein aktueller Status. Also gar nicht so hoch. Wobei, ja doch, ich glaub, ja, weiß ich nicht. Ja, so ist mein aktueller Status gerade. Und damit habe ich es bisher durchgeschafft. Ich spiele immer noch mit dem Ushigatana. Mit dem Schild. Mit Radans Rüstung. Mit den Talisman, den es interessiert. Und mit der Asche. Das ist so meine Dings. Und so komme ich ganz gut durch. Und ja, hier ist jetzt dieser Aufzug und hier müssen wir das Medaillon geben, was wir von ihr bekommen haben. Und trauen wir uns oder, ja, das Video trauen wir uns, das andere kann ich immer noch machen. Mal gucken, was jetzt passiert. Wir brauchen hier irgendwas, die alle warnen uns, ne, nicht weitergehen, blablabla, Todsünde, wenn ihr den Baum verbrennt. Aber wir machen es wahrscheinlich trotzdem. Mal schauen, was jetzt passiert. Beiden Dinger drehen sich und der Aufzug geht ab. Also es ist ein Riesenaufzug. Die ganze Burg geht hoch, oder was? So, mal schauen, was uns hier jetzt erwartet. Wie schnell sterbe ich? Bin ich schon gut genug dafür? Wo sind wir hier jetzt? Karte können wir nicht aufmachen. Doch, können wir aufmachen. Wir sind jetzt einfach ein bisschen weiter oben. Hier sieht man den Baum. Den wollen wir in Brand stecken. Mehr oder weniger wollen wir das. Wollen wir das? Musik wie immer stimmig. Ja, chill mal. Und jetzt sehen wir halt hier die weitere Map. Eieieiei. Großer Aufzug. Ja, hier sind wir halt. Okay. Scheiße. Wollte ich nicht. Mann, was mache ich denn, ich Vollidiot? Ich wollte doch mein Pferd. Oh mein Gott. Ah, da kann man wieder. Ist wieder eine Gnade. Ja, ich spiele mit der Bubble. Wenn ich meine Arzneimischung trinke. Und mit dem 50% mehr Stärke. Ah, die Musik ist wieder so stimmig. So schön einfach. Hier könnte auch irgendwo ein Dungeon sein, so wie das wieder aussieht. Kleine versteckte Höhle oder so. Und da wusste ich doch, dass er wieder irgendwo ein Dungeon ist. Ist immer so. Langsam kenne ich das Game. Ah, wir gucken mal, vielleicht schaffen wir den Dungeon, ja? Vielleicht ist auch ein Speicherpunkt drin. Also eine Gnade, ich sag mal Speicherpunkt. Aber ein wirklicher Speicherpunkt ist es ja nicht. Wo haben wir eigentlich, warum habe ich die noch nicht auf schnell gemacht? Meine Lampe. Dann gehen wir hier mal rein. Okay, hier ist anscheinend nur eine Kiste. Versteckter Weg noch, ne? Was hier drin ist. Oh, die Klangperle des Schmiedeschürfers. Da können wir dann, glaube ich, ja, wieder die nächsten Schmiedesteine. Warte mal, wir können 1 und 2, 3 und 4 kaufen. Wir können jetzt 5 und 6 kaufen.
Das ist natürlich sehr nice. Also für alle, die die noch brauchten, hier ist sie. Durch Zufall gefunden. Hier, wer es wie gesagt braucht, habt es ja gesehen, in dem Dungeon hier. Doch. Nein! Boah, Digga. La la la. Chill mal. Balla. Uiuiuiui. So, rein in Olga. Oh shit. Ich bin aber auch Klappautermann, was Kämpfe angeht. Oh, weg! Ach, Digga. Ich bin so ein Anti-Kämpfer. Egal. Jetzt können wir uns auf den Dingen konzentrieren. Naja, kämpf du mal mit ihm rum hier. Der hält einiges aus. Schön der Peitsche ausweichen. Er geht weiter auf mich. Okay, dann kann mein Typ mal schön ein bisschen Blutschnitt machen. Aufpassen. Er will irgendwie Feuer machen. Sehr gut. Oh, oh, oh. Aber gleich haben wir ihn schon. Nein, weg! Das war nicht gut, das war nicht gut. Und das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut. Er macht 10-mal hintereinander Angriffe. Aber er hat ihn. Sehr gut. Was gibt er? Nichts Besonderes. Okay. Weiter geht's. Immer aufpassen, dass hier kein Loch ist. Ah ja, genau. Jetzt kommt hier nämlich schon. Wow! Okay. Er ist wütend. Er schießt mit Pfeil und Bogen! Und ich laufe genau in ihn rein und ich bin ein Noob! Oh. Er hat mein Pferd getroffen. Aua. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Meinst du, ich kann mich hier hinter verstecken? Oh, perfekt. Geil. Und ich würde mal sagen, jetzt wo wir hier gerade eine Gnade haben, kann ich ja euch mal... Sparen wir uns jetzt das Geld auf. Wir leveln uns mal jetzt nicht hoch, sondern wir gehen jetzt zurück. Man kann sich ja immer wieder hier importen zu den ganzen Dingern. Wir gehen jetzt ganz zurück zu unserer Tafelrunde. Und dort gucken wir mal, wenn wir jetzt die Klangperle da abgeben. Kurz überlegen, hier lang. Und dann können wir bestimmt... Können wir bestimmt Schmiedesteine 5 und 6 kaufen. Und jetzt können wir gucken, wie viel brauchen wir denn für unser Uchigara, das weiter aufzuleveln. Das wird jetzt ein bisschen Geld kosten, aber machen wir. Falsche Richtung. Hier können wir übrigens unsere Aschen ja verbessern bei der Dame hier. Da brauchen wir Geister-Talilie 8. Ich habe sie also schon auf plus 8. Sie ist schon recht stark. Meiner Meinung nach. So, und hier können wir jetzt unsere Waffen verstärken. Und wir brauchen für unser Ushigata brauchen wir jetzt... Upsala. Scheiße. Ach, Mann! Wir können sie auch gleich hier vorne sehen. Wir brauchen 6 Schmiedesteine 6. Einen haben wir, also wir brauchen noch 5. Wir brauchen noch 5. Wie teuer ist das? Gönnen wir uns das? Ja, natürlich. Noch 5. Ich weiß übrigens, alle, die das jetzt sehen, es ist nicht das beste Schwert, es ist nicht das beste Katana, aber ich komme damit super klar. Ich mag es. Ich spiele sehr gerne mit Schild. Deswegen werde ich das auch so weiterspielen, nicht mit 2 Katana. Ich habe das Mondschleier-Ding. Ich weiß, dass es besser sein soll. Ich habe auch das Meteor-Ding, aber ich spiele einfach mit dem jetzt. Was haben wir gesagt? Wir brauchen noch 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen 30.000. Ist egal. Gönnen wir uns. Und hier können wir bis Geistertalilie... Geistertalilie... Ja. Geistertallilie. Okay. Haben wir das auch mal gelernt. Geistertallilie. Und ja. Und übrigens, diese großen Runen habe ich ja auch schon die Kräfte aktiviert. Es gibt ja einmal die erste, die überall plus 5 gibt. Dann gibt es eine, die... ein bisschen Leben, ein bisschen das gibt. Und jetzt die neueste Rune ist von Rrrrdings. Das ist egal. Auf jeden Fall glaube ich immer noch, dass die mit 5 auf alles am besten ist. Deswegen nutze ich die auch am meisten. Oder die halt wirklich mit diesem sehr, sehr vielen Leben. Die ist auch nicht schlecht. So, und jetzt können wir halt einmal zumindest unser Schwert wieder verbessern.
Und jetzt brauchen wir Schmiedesteine 7. Warte mal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 können wir noch nicht kaufen. 7 können wir noch nicht kaufen. Aber immerhin könnten wir es jetzt wieder einmal leveln. Und ich glaube, das Geld reicht vielleicht sogar noch, dass wir uns einmal... Nee, doch nicht. Kostet schon über 50.000, ne? Oder? Wir gucken mal eben. Stufenaufstieg. Nee, einmal können wir. Wir nehmen weiter Geschick. Ich bleib weiter bei meinem Geschick erstmal. Alles waffenmäßig ein bisschen verbessern. Ich weiß, da weiß ich auch echt nicht, was das Beste ist, ne? Das einzig Gute ist, ich habe 6 Larventränen oder mehr. Kann nochmal irgendwann alles auf Null setzen. Ihr seht hier meine Dings. Ich weiß es nicht, was hier das Beste ist. Ich habe die beiden Werte einfach auf 14 und 9 gemacht, damit ich dieses Drachenfeuer und so mal machen kann bei Zeiten. Ansonsten, ich weiß es nicht. Bin ich halt natürlich auf Kraft wegen Leben. Kondition ist wichtig, weil ich sehr schwere Rüstung trage. Ja, ich weiß es nicht. Also wer da auch eine Ahnung hat, wer denkt, das ist falsch. Und hier nochmal die großen Runen. Da habe ich jetzt gerade die drin, weil ich die zuletzt getestet habe. Aber meiner Meinung nach ist das hier dann doch die beste, die wirklich 5 auf alles gibt. Die werde ich jetzt auch mal wieder ausrüsten, falls ich meinen Runenbogen wieder aktiviere. Und ja, so sieht mein Charakter aus, so sieht mein Fortschritt aus. Das haben wir gerade erlebt. Da wart ihr jetzt mal wieder dabei. Und ja, ich dachte, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen. Klangperle da gefunden, den Aufzug gefunden, was da so passiert, sehen wir dann in den nächsten Folgen. Ich freue mich drauf, also ich muss wirklich sagen, Elden Ring, eigentlich das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe, muss man wirklich so sagen. Jetzt von Multiplayer-Games abgesehen. Multiplayer-Games mit meinen Freunden gegen andere Teammates macht mir immer noch am meisten Spaß. Aber so Einzelspieler-Games, auch hier, das spiele ich ja nur alleine, kein Koop, nichts. Solche Spiele genieße ich immer gerne alleine. Wirklich ein Top-Spiel. Was habe ich schon für Spiele gespielt und die haben mich alle nicht motiviert, dieses Spiel. Die ersten 5 Stunden waren hart, 3-mal deinstalliert, aber wenn man sich durchfrisst, dieses Spiel ist, an jeder Ecke gibt es was. Es ist so spannend gemacht, es ist so motivierend, es ist nicht leicht, es ist aber auch nicht, ich dachte am Anfang, es ist zu schwer, aber wenn man so langsam reinkommt, es ist schwer, ja, es ist mega schwer, aber alles im Allen, dieses Spiel ist der Wahnsinn, was es alles gibt. Ich habe schon so viele Sachen verkauft und trotzdem ist hier tausend Dinger drin, was es alles zu finden gibt, zu sammeln gibt. Das ist einfach unglaublich. Du kannst so viel spielen, du kannst so viele verschiedene. Du kannst eine Waffe rechts, du kannst eine Waffe links, du kannst mit Schild, du kannst ein Schild angreifen. Du kannst jede Waffe ausrüsten, du kannst jede Waffe mit verbessern, du kannst jede Waffe mit unterschiedlichen Sachen verbessern, du kannst jede Waffe Asche drauf machen, du kannst Schild Asche drauf machen, du kannst Ascheaufrufungen machen, du kannst verschiedene Zauber machen, du kannst Verbesserungen machen, du kannst Koop spielen, du kannst eine Waffe rechts nehmen, eine links, du kannst 2 gleiche Waffen nehmen, die dann auch noch verschiedene Angriffe machen. Du kannst eine Waffe in beide Hände nehmen, wo sich auch nochmal was ändert. Es gibt so viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Diese Open World, du kannst überall hin. Es ist so unglaublich, wie dieses Spiel zurecht gehypt wurde und immer noch zurecht an der Spitze von allem ist. Es ist unglaublich und ja. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß daran wie ich und lasst euch nicht von anderen labern. Hol dir nicht die ganzen Runen am Anfang, mach deinen Charakter nicht zu stark oder nutz keinen Magier, weil Magier geht leichter oder so. Leute, spielt das Spiel, wie ihr wollt. Habt Spaß dran, Alter. Dieses Spiel ist eine Perle. Endlich mal wieder nach langer, 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 langer Zeit. Für mich so nach Zelda, nach Mario. So das erste Spiel mal wieder, wo ich einfach drauf Bock habe. Jeden Tag, wo ich mich drauf freue es zu spielen. Und ja, das war jetzt meine Liebeserklärung an Elden Ring. Und ja, das war's. Haut rein.